Applaus für Elisabeth Franzke. Die 74-Jährige hatte 2003 die Lohnertafel ins Leben gerufen und setzt sich seitdem unermüdlich für die Entwicklung der Einrichtung ein. Für dieses Engagement bekam sie die goldene Stadtmedaille vom Lohner Bürgermeister Tobias Gerdesmeier. Ein sehr schönes Gefühl. Und ich freue mich, dass auch der Bürgermeister die Mitarbeiter mit erwähnt hat. Das ist für mich das Allerwichtigste. Darüber bin ich sehr froh. Die Lohner Tafel beschäftigt inzwischen 150 ehrenamtliche Mitarbeiter. Mittlerweile gibt es auch schon Zweigstellen in Fisbeck und Damme. Monatlich werden um die 5 Tonnen Lebensmittel an bedürftige Familien ausgegeben. Der Verein ist froh, mit dieser überschüssigen Ware Menschen helfen zu können. Ich weiß, wie es ist, wenn Familien wenig Geld haben, von zu Hause her. Das war eigentlich der wichtigste Punkt für mich mit. Wichtig war in all den Jahren für die gebürtige Hildesheimerin auch die Unterstützung ihres Ehemannes Hubert. Mit zum Gründerteam gehört auch die langjährige Freundin Eugenie Wempe. In einem ehrenamtlichen Verein ist es besonders wichtig, sich aufeinander verlassen zu können und sich gegenseitig zu motivieren. Hat man bezahlte Kräfte, dann kann man sagen, also heute muss mal dies und das. Und beim Ehrenamt ist es immer so, da muss man immer ja, sehr zurückhaltend sein, sehr vorsichtig sein. Und sonst kann das schnell kippen. Die zweite goldene Stadtmedaille fürs Ehrenamt erhielt Georg von Dölln. Durch sein Engagement für Benefizprojekte kamen beachtliche Erlöse für soziale Einrichtungen zustande. Insgesamt erhielten 79 weitere Lohner eine Stadtmedaille in Gold, Silber oder Bronze für herausragende Leistungen in den Bereichen Sport, Kultur und Bildung. Darunter auch die niedersächsische Behindertensportlerin des Jahres Petra Niemann.